Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum neuen God of War Ragnarök Guide. Ich zeige euch heute, wie ihr in das versteckte Level der Schmelztiegel kommt und was ihr dafür braucht, um die Quest abzuschließen. Diese verläuft über das ganze Spiel, aber keine Angst, es gibt nur zwei Fundorte. Und ja, da starten wir jetzt einfach mal los. Das erste Teil, was ihr dafür braucht, könnt ihr ganz am Anfang holen. Und da schnappen wir uns einfach mal unser Bötchen und legen dann hier hinten am Strand. Das solltet ihr alle kennen von den Maschinen, die wir am Anfang kaputt machen sollen. Legen wir hier am Strand an und wahrscheinlich habt ihr dieses Teil auch schon. Und ja, da gehen wir hier einmal lang und gehen hier entsprechend hoch. Und hier müssen wir die legendäre Truhe holen. Und da ist nämlich der erste Samen, den zu Muspelnheim. Und das brauchen wir natürlich. Machen wir hier erstmal alle Gegner platt. So, wenn wir das erledigt haben, klettern wir hier hoch. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Da gehen wir nämlich einmal hier rüber und können uns hier hochhasseln. Und ja, dann nehmen wir hier natürlich noch das Hacksilber mit, ganz klar. Und können dann vor allem hier das Teil drehen. Holen wir unsere Axt raus, drehen hier den Quatsch rüber. Und dann können wir eigentlich auch schon hier rüber gehen. Und machen da mal einen Sprung. Und zack, gehen, klettern wir jetzt einmal hier komplett nach oben. Und wenn wir oben angekommen sind, dann wartet da auch schon die legendäre Truhe auf uns. Klettern wir einmal hier hoch und hier machen wir jetzt noch alle Gegner platt. Ja, Gegner haben wir alle frisch gemacht. Jetzt machen wir hier die Truhe auf und was wir da drin finden, das verändert die Welt, denn das ist ein halber Muspelheim-Samen. Und wir brauchen zwei dieser Samen, um zum Schmelztiegel zu gelangen. Und da zeige ich euch jetzt noch, wo der zweite Samen ist. So, den zweiten Samen können wir erst holen, wenn wir den Speer haben. Und wenn wir den Speer haben, gehen wir zurück zum Drachenstrand und klettern hier einmal die legendäre Kette nach oben. Und ja, gehen dann hier hoch und benutzen unseren Speer und werfen den da hinten in die Ecke rein. Den Speer bekommt ihr erst ganz spät im Spiel, ist aber eine Hauptstory-Mission, könnt ihr also nicht verpassen. Ja, gehen wir einmal hier hoch und gehen den ganzen Weg lang, bis wir hier drüber hopsen können. Und dann müssen wir in die Alberich-Höhle. Da machen wir jetzt erstmal das Siegel auf. Die Höhle ist hier am Drachenstrand, geht dann quasi hier hoch. Und ja, da machen wir jetzt erstmal das Siegel hier auf. Da geht dann der Hammer hoch. Und das ist wirklich der Hammer, weil den können wir dann auch noch mitnehmen und den Durlin geben. Das ist so eine Nebenquest, die habt ihr dann damit auch schon gemeistert. Und nimmt den Hammer auf jeden Fall mit. So, den Hammer schnappen wir uns hier also aus der Kiste raus. Gar kein Problem. Das war nicht schwer. Und jetzt geht es eigentlich auch weiter. Und da kriegen wir gleich den zweiten Samen für Muspelheim. Ja, gehen wir nämlich einmal hier in diese Höhle rein und ziehen da einmal komplett durch. Da kommt jetzt noch ein Haufen Gegner. Den machen wir auf jeden Fall platt. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und machen hier die ganzen Gegner erstmal frisch. So, wenn wir das erledigt haben, alle Gegner platt sind, dann finden wir hier so ein Feuerball-Ding. Und ja, da hinten ist die legendäre Truhe. Die müssen wir aufmachen. Nehmen uns also hier so eine Feuerbombe. Werfen die darüber und haben dann die legendäre Truhe. Und da ist der zweite Samen drin für Muspelheim. Und dann habt ihr das eigentlich auch schon freigeschaltet, die gesamte Quest. Und wenn ihr jetzt wieder an den Teleporter geht, dann habt ihr ja einen neuen Ort, wo ihr hingehen könnt, nämlich den Schmelztiegel. Der ist hier Muspelheim. Da müssen wir einmal hinreisen und ja, da erwartet dann eine Reihe an Prüfungen von euch. Wer das erste God of War gespielt hat, kennt eigentlich Muspelheim. Und auch den Schmelztiegel. Und da warten eine Reihe an Prüfungen auf euch, die ich euch natürlich gerne zeige, aber in einem anderen Video. Das hänge ich hier dann nochmal in Abspann und das könnt ihr dann gar gucken, um zu wissen, wie ihr die Prüfung meistert. Ja, in dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne mal ein Däumchen hoch und ein Abo da und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Guide. Macht's gut, adios und ciao, ciao.